Hallo meine Lieben. Ja, wir haben heute tatsächlich den, oh Gott, lasst mich mal überlegen, 30. Dezember. Ich war jetzt seit vielen Wochen nicht zu Hause, aber ich werde trotzdem die Adventskalender, die habe ich bis zum 12. aufgemacht. Und ich werde die Adventskalender weiterhin aufmachen. Ich habe auch noch Haul für euch. Ich habe auch Post bekommen von Niki und von Dani. Ja, also es kommen einige Videos, die werde ich nach und nach machen. Ich werde, wie gesagt, die Adventskalender noch zu Ende auspacken und werde, ja, also ich denke, jeden Tag ein Video hochladen, damit ich das alles weg habe, damit ich das alles wegräumen kann. Und dass ich mich 2021 in Ruhe neuen Projekten widmen kann. Ja, ich mache dann nochmal ein Infovideo, was alles so geplant ist. Dass ihr Bescheid wisst, auf was ihr euch freuen könnt oder auch nicht. Vielleicht habt ihr ja noch Vorschläge, was ich denn ausarbeiten kann oder so. Ja, mit diesem Video, also das war jetzt eine kurze Info, mit diesem Video wollte ich eigentlich, oh, Abwaschwasser, oh, furchtbar. Mit diesem Video möchte ich eigentlich anfangen und die Post von Dani erstmal abfilmen. Dann werde ich weiter, also die Post von Dani werde ich zusammen mit ein paar anderen, also was jetzt hier so rumliegt, das werde ich jetzt abfilmen und ja. Habe ich mir so gedacht. Was weg ist, ist weg. Und dann ist das auch in Ordnung. So. Die Post von Dani. Habe ich natürlich schon aufgemacht. Aber ich habe halt noch nicht reingeschaut. Ich wollte, habe ich gedacht, nein, die Kamera ist noch nicht an. Und deswegen habe ich es gelassen. So. Aber so wie ich merken konnte, es ist keine Post dabei. Das heißt, es wurde in den Umschlag gemacht und dann direkt in meinen Briefkasten. Nein, Dani wurde natürlich in Oberhausen und auch so gute 5 Stunden von mir entfernt. Leider. Leider, leider. So, aber schauen wir mal rein. Achso, das ist ein Perlenmix, ne? Sie hatte nämlich Fotos gemacht und sagt, ich habe Perlen bestellt. Und ja, und bei mir lief ja schon der Sabber aus dem Gesicht. Und ich wusste ja nicht, dass ich davon welche abbekomme, ne? Aber hier sind so wunderschöne. Ach, die sind cool. Aber seht ihr, könnt ihr den Unterschied erkennen, dass es zweifarbig sind, dass die und die andersfarbig sind? Also es ist tatsächlich so, dass die zweifarbig sind. Sehr schön. Von Hobbyfun. Frag mich aber auch nicht, wie der Zusammenhang ist, dass sie diese, dass sie die Perlen. Ne? Also jedenfalls hat sie welche abgegeben, was ich nicht wusste. Und dann ist mir natürlich alles aus dem Gesicht gefallen. Dann haben wir die nochmal, also zweimal, da sind 1 cm, 20 Stück sind da drin. Könnt ihr was mit der, wenn ihr Hobbyfun habt oder so, könnt ihr was mit der Nummer anfangen? Ich weiß es nicht, muss ich sagen. Ich bin da so Hobbyfun. Oh, die sind auch cool. Das sind auch 2 verschiedene Goldtöne. Und das sind 4 mm, 60 Stück. Boah, damit kann ich aber locker was anfangen. Ich kipp das mal aus. Dann ist das, glaube ich, schöner. Dann kann ich auch sehen, ob da jetzt auch 2 von sind oder auch nicht. So, ach, wir haben von denen hier noch eine dritte Packung. Von denen, so wie es aussieht, ist eine Packung. Na, machen wir weiter. Dann haben wir hier so coole Dinger. Das sind Rhombus A10 Stück. Also ich denke mal, es sind 10 Stück drin. Nougat. Ah, die sind echt cool. Sehr schön. Die gefallen mir auch. Dann machen wir hier weiter. Hier haben wir Kugeln.
Also facettierte Kugeln in Blau. Finde die echt schön. Und auch 10 Stück. Man fragt mich nicht, was Lago bedeutet. Dann, ach, die sind auch toll. Bernstein. Das sind Scheiben. Werden jedenfalls so benannt. Da haben wir links und rechts das Loch. Die sind echt schön, oder? Ich drehe euch mal kurz. So. Da könnt ihr sie, glaube ich, schöner, besser sehen. Ne? Ach, die sind echt toll. Ach, da freue ich mich. So, weiter geht's. Dann haben wir dieselben. Also ich halte jetzt bewusst auch die Nummer rein, ne? In Transparent. Oh, das ist auch toll. Dann haben wir Quadrate in Schwarz. Und die sind alle. Ach nee, ich muss mal alle aufmachen. Damit ihr die sehen könnt. Wartet mal. So. Dann mache ich das mal als Hintergrund. Guck mal, die haben so eine richtig coole Struktur und da ist irgendwas drin. Die sind so cool. Achso, und hier ist das Loch. Hier ist das Loch. Mit dem Nadelabgang. Ah, die sind echt toll. Ach, da freue ich mich. Dann. Wie sagt man zu denen? Ich denke mal, es ist auch. Ach so, das ist ein Mix. Guckt mal. Das ist ein Mix in Schwarz mit der Nummer. Also es kann ja sein, dass ihr. Guckt mal. Sieht das nicht schön aus? Oh, prima. Da freue ich mich echt mega drüber. Dann haben wir Trendy. Limone. Derselbe Mix, den ihr gerade gesehen habt, nur in grün, aber auch so richtig geile, ne? Wie sagt man denn dazu? Öl, Optik, also die schimmern in allen Regenbogenfarben. Ja, hier nochmal eins, aber ach, sind die geil, oder? Oh, ich bin ja ein Fan. Guckt mal an, wie die funkeln. Ach, geil. Ja, mal gucken. Da werde ich definitiv irgendein Set draus machen. Beziehungsweise ein Armband aus den dreien. Na, irgendwas. Und wir haben Acryl. Wir haben. Was sagt man denn nochmal zu euch? Keepers. Wie sagt man denn dazu? Rockheilperlen. Einmal in grün transparent und einmal in rot transparent. Oh. Also zur Weihnachtszeit waren die echt passend. Ich finde die toll. Ah, Dani, mein Schatz, vielen, vielen lieben Dank. Da freue ich mich sehr drüber. Das ist auch echt Wahnsinn. Und das ist eine so eine spontane Post, weil Dani und ich, wir schreiben ja. Und auf einmal heißt es, ja, ich habe auch meine bestellten Perlen sind auch da. Oh, sage ich, mach mal ein Foto. Kriege ich ein Foto? Boah, ne? Explosionsgefühl, Explosion und ja. Und dann irgendwie haben wir ein paar Tage später wieder geschrieben und dann sagt, und hast deine Post schon bekommen? Nee, ich bin ja noch nicht zu Hause. Aber mein Mann ist da. Und dann hat er natürlich den Umschlag wieder entgegengenommen und ja, aber die kleine Trine hat mir aber auch nichts erzählt. Naja, aber ich freue mich riesig darauf. Ich freue mich, die schon zu verbasteln. Ich habe ja noch viele, viele Sachen hier, die ich auch für den Markt 2021 vorbereite. Und ja, das war erstmal die Post von Dani. Schiebe ich kurz beiseite. Dann habt ihr unschwer gesehen, ich war bei Ikea mit meiner Mama und meiner Schwester, weil meine Schwester, die zieht ja bald um und da wollte sie nur mal gucken. Und das sind jetzt 0,3 Liter. Also die sind wirklich so klein, die Tütchen. Und ich fand die so toll. Habe ich mir die mitgenommen. Es sind 25 Stück drin. Ja, ich glaube 50 Cent haben die gekostet. 10 Unzen. Ja, die habe ich mitgenommen. Dann habe ich Stifte gefunden. Und zwar sind die von Faber-Castell. Ist das ein Bleistift?
Aber ich fand ihn so cool, weil der so kleine Diamanten drauf hat. Der hat auch eine Nummer drauf, aber ich brauche nur noch einen, na? Ein Anschärfer. Ich brauche noch einen Anschärfer in der Größe. Also dreiecksmäßig. Dann von Faber-Castell Polyball XB. Das ist einfach ein Kugelschreiber. Warte, Probe auf Example. Probe auf Example. Da. So, und ich finde ihn einfach, also der sitzt toll in der Hand. Der ist auch so ein Dreieckstil. So, also ich finde, der sitzt toll in der Hand. Ich mag Kugelschreiber auch, also Stifte an sich, die toll in der Hand liegen. Dann haben wir hier einen von Uniball Air. Schwarz. Ich weiß allerdings nicht, ob es ein permanenter ist oder. Auf alle Fälle schreibt er hervorragend. Mag ich auch sehr gerne. Also der sitzt auch toll in der Hand. Dann von Uniball Waterproof. Uniball Eye Waterproof. Mitsubishi Pencil. Das ist so wie Fineliner, schreibt er. Finde ich auch toll in Blau. Seht ihr das eigentlich? Ja, ne? Kann ich hier nochmal ein bisschen runterholen. Dann haben wir ja ein Uniball Eye Fine Waterproof. Der ist auch toll. Ja, den mag ich auch leiden. Ich glaube, das Schöne an denen ist, die kann man die Mine austauschen. Glaube ich. Dann haben wir hier noch einen. Das ist auch ein feiner Kugelschreiber. Uniball Signo. Glaube ich, wird das richtig ausgesprochen. Ich glaube, der schreibt blau. Oh, das ist auch toll. Ist auch wie Feinliner, schreibt der. Und ich habe noch ein Pen von Faber-Castell noch ein Füller. Ich wollte ja mal wieder lernen, einen Füller zu schreiben. Ich meine, den habe ich jetzt noch nicht aktiviert. Einige Füller, die kann man doch auch aufschrauben, oder? So aktiviert ist der noch nicht. Nee. Weil es ist doch jetzt wieder im Kommen, viele Briefe zu schreiben. Also bei mir zumindest. Ich werde in Zukunft wieder mehr Briefe schreiben. Und ich finde, man hat mit dem Füller einfach eine viel schönere Handschrift. Bin ich der Meinung. Man kratzt da irgendwie nicht so doll. Muss zwar aufpassen, aber aktivieren. Ich hoffe, der fängt nicht an zu schmieren oder so. Das würde ich ja fürchterlich finden. So. Also ich finde, man hat eine ganz tolle Handschrift. Also man muss es zwar wieder lernen. Aber es ist nicht unmöglich.
Oder? Ja, ich mag das. Also ich finde ihn toll. Ja, den habe ich mir gegönnt. Achso, und noch einen zweiten Bleistift. Grip 2001. Auch von Faber-Castell. Muss, wie gesagt, ich muss mir halt diesen Dreiecks anschärfen. Das funktioniert beim normalen nicht. Merkwürdigerweise, ne? Ja. Das habe ich mir gegönnt. Dann geht's weiter. Kam natürlich auch ein bisschen Ali an. Wie soll es auch anders sein? Und zwar in Gold und in Versilbert. Und zwar, die sind richtig schwer. Sind das Perlen? Am Strang und so wunderschöne kleine Herzen. Und die sehen, also wenn man einzeln natürlich nimmt, ne, auch richtig schön am Handgelenk aus. Also die werde ich natürlich einzeln verwenden. Und ja. Und dieselben natürlich. Braucht sie da eine Nummer für? Nee, ne? Ich kann euch nicht mal einen Händler nennen. Was so ewig gedauert hat. Ah, die sind echt toll. Die sind aus Metall, wie gesagt. Also es ist kein Acryl und finde ich sehr hübsch. Dann natürlich auch selbes Prinzip. Ne? Zwei Tütchen mit Gold und Silber. Benutze ich für Armbänder und eigentlich für alles. Als Zwischenspacer immer da. Ne? Dann habe ich einmal Cabos bestellt und ich dachte, oh mein Gott, seid ihr niedlich. Da war ich natürlich noch in Weihnachtsstimmung. Boah, und guckt mal, ist das nicht süß? Das sind so kleine Rentierköpfchen. Guckt mal. Ist das nicht niedlich? Ach so süß. Ja. Oh, ich habe wochenlang keine Videos gedreht. Also ich hoffe, ihr entschuldigt hier mein heutiges Dasein. Dann habe ich hier, weil ich ja beim Überlegen bin, dass ob ich wieder mit Fimo anfange. Also Bock hätte ich schon. Aber so zeitlich, naja, mal gucken. Auf alle Fälle, falls ich denn doch Bock habe, habe ich mir Fimulier-Tools bestellt. Ne, hier mit so einer Hake, hier mit so einem Messer. Und hier unten ist natürlich auch mit, also, ne, ihr seht es ja, mit Kugeln. Ja, die habe ich bestellt. Dann habe ich gedacht, wenn man mal anfängt, ist man wenigstens ausgestattet. Können wir wieder rein. Was meine Fimo-Sachen sind alle auf dem Dachboden. Und ich wollte ja eigentlich auch noch so aus Fimo ein paar Schneeflocken für den Tambo machen. Aber dann war ich ja 3 Wochen nicht da. Und ja, wie gesagt, hatte dennoch Besuch bis heute. Und als ich nach Hause gekommen bin, musste der Tambaum weg. Der hat genadelt ohne Ende. Und ich habe solche Fingerhüte. Weil ich habe ja Weihnachtsgeld bekommen. Und ich werde das Weihnachtsgeld zwar sparen, weil ich mir einen Flotter kaufen möchte. Aber es wird irgendwann mal auch eine Nähmaschine kommen. Und da habe ich dann 2, 4, 6, 8, 10 Fingerhütchen. Ich fand die so toll. Und dann machst du die auf dem Finger. Und wenn du dann mit einer Nadel arbeitest, ich glaube, hier kommt er hin. Und wenn du mit der Nadel arbeitest, dann kannst du den stoßen. Ja, hat meine Eltern oder hatte meine Oma früher schon. Fingerhütchen. Aber in Silber irgendwie. Ja, das war jetzt bei Ali drin. Dann hatte ich euch ja damals, oh lala, gezeigt hier meine, ne, die Tasche habe ich ja von meiner lieben Bianca bekommen. Da habe ich ja damals gezeigt, meine ganzen Tombos, die ich denn schon hatte. Und dann geht's weiter. Habe ich zu Weihnachten von meiner Schwester
die beiden Tombows bekommen. Und zwar einmal Vintage Color. Und die sind alle auf Wasserbasis. Ne, das sind alles Aquarellstifte. Und einmal die Candy Colors. Jo, tolle Farben, guckt euch das an. Ach, ich finde das toll. Ja, ich habe auch schon angefangen, einen Zettel zu machen, wo ich weiß, welche Farben das sind. Muss ich eh machen. Weil von meinem Mann, oh lala, habe ich die bekommen. Und hier stehen ja natürlich die Nummern drauf. Und ich muss das erstmal vergleichen. Hier sind definitiv die Grautöne drin. Also viele Grautöne. Das sind sämtliche N-Nummern, außer die 491. Das ist Grey Colors. Dann die Packung Primary Colors. Das hat ja so knallige Farben, würde ich sagen. Knalliges Gelb, Orange und Pink. Weil hatte ich ja im Warenkorb drin, brauche ich auch nicht mehr. Ne, zwar noch ein Grauton, die N75. Die habe ich jetzt hier zwar dann doppelt, aber Gott, dann ist das nun mal so. Und die Pastellfarben. I love it. Ich finde die einfach toll. Ist natürlich gut für Handlettering. Aquarell, ich liebe es mit Aquarell. Ich habe keine. Ich meine, ich hatte ja die vom Action, die Alkohol-Inks, die Alkoholmarke. Aber damit habe ich ja der lieben Jenny vom Kanal Knubbelzombie eine Freude gemacht. Weil ganz im Ernst, wenn ich koloriere mit Aquarell, die kann ich für meinen Planer benutzen, ne, der natürlich auch aussteht. Das da ist mein, na, mein YouTube-Planer für 2021, den ich dennoch gestalten möchte. Ja, und ich habe natürlich auch wieder für 21, das muss ich alles, da muss ich alles die Vorbereitung noch machen. Der da. Ne, das heißt, hier beende ich 2020 und hier mit 21. Das machen wir auch alles zusammen. Ne? Also wer Bock drauf hat, der kann sich das gerne angucken. Wer keinen Bock hat, ja Gott, dann ist das so. Ne? Ja, die Tombos habe ich jedenfalls zu Weihnachten bekommen. Und ich habe natürlich auch die hier bekommen. Das sind die Twine Tone Tune Dual Tippmarker. Und die sind, weil die haben ja alle, ne, wie Brush Pen. Das heißt, die haben eine Pinselspitze und eine dünne Spitze, aber die dünne Spitze ist. Steht das hier irgendwo drauf? Keine Ahnung. So, und die haben eine Filzstiftspitze und eine Feinliner-Spitze. Meine Güte, was ein Wort. So, sind auch auf Aquarell. Also auf Wasserbasis quasi. Ah, guck mal, haben die nicht wunderschöne Farben? Ich habe die natürlich auch schon getestet, bloß ich finde das Blatt gerade nicht. So, und die haben eine Filzstiftspitze. Und die haben eine Feinlinerspitze. Und da gibt es noch zwei Pakete von. Von der Sorte, Art und Weise, wie auch immer ihr dazu sagen möchtet. Ja, die kommen natürlich auch noch. Ich habe ja ganz gerne, wie sagt man? Ich bin gerne vollständig. Ja. Ich glaube, von denen habe ich soweit ausreichend und von denen hole ich mir die anderen beiden noch und dann, ja, werde ich definitiv die Plane mitmachen. Ja, mal gucken, auf was ich denn sonst noch so Lust habe. Auf alle Fälle. Oh, mir hat das ja gefehlt, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass ich ja richtig Bock habe zu malen und so, weil 3 Wochen bei Mutti und keine Stifte da war echt heftig. So, weiter geht's.
So, das kam gestern an. Das kann ich euch ja dann auch gleich zeigen. Und zwar habe ich bei Amazon bestellt. Collect Moments von Julie. Und zwar ist das einfach Julie, All About Me. Ja, also alles über mich. Und der hat Punkteraster. Das seht ihr hier. Punkteraster. Ist natürlich leer. Aber es hat schön viele Seiten. Und ich kann mein Bullet Journal machen. Das heißt, ab Januar möchte ich gerne anfangen, möchte ich ausprobieren und so weiter. Dadurch, dass ich damit überhaupt nicht geübt bin. Und ja, und ich natürlich auch, ja, wie sagt man, so ein bisschen ängstlich bin, was das betrifft, habe ich mir natürlich Unterstützung geholt. Ja, die habe ich bei Amazon bestellt. Brush Lettering, kreativ lettern und illustriert mit Pinsel und Aquarellfarben. Das habe ich mir, da werde ich aber noch mal genauer drauf eingehen. Ne? Das heißt, ich werde dazu ein Video machen. Ich muss mal gucken, ob ich das darf oder wie ich das am besten mache. Auch dass dann halt so Werbung halt genannt wird. Ne? Aber ich möchte euch halt nicht in dem Sinne das Buch vorstellen, sondern ich möchte euch zeigen, wie ich mit dem arbeite, um gleichzeitig mit dem als Anfänger zu arbeiten. Ja. Und also das ist ja von Ursula Tüx, alias Frau. Also ich denke mal, es ist eine YouTuberin oder sowas. Frau. Steht das irgendwo auch deutlich drauf? Frau Marvel Loga? Ich habe keine Ahnung. Steht das auch mal ordentlich drauf? Aber das ist schön. Hier sind sogar noch Downloads, die man sich da... Ein DIN A4 Format zum Ausdrucken. Brauche ich mir noch herunterladen. Ja, super. Na, da freue ich mich. Deine Ursula. Ihr Lieben, ich habe keine Ahnung. Ich kann das nicht so... Aber ich kann es euch reinhalten. Vielleicht könnt ihr mir das ein bisschen übersetzen. So. Und ich habe eins von Sandra Brezina. Mit extra tollen, mit tollen Extras. Kreatives Handlettering, dein Ideenbuch für schönes Schreiben. Postkarten, Lesezeichen, Geschenkanhänge, Geschenkpapier, Sticker, Briefpapier. So, auch das werde ich euch separat mal nochmal zeigen. Auf alle Fälle sind da schön viele Übungen drin. Ja, das sind die drei Sachen, sind quasi mein Weihnachtsgeschenk an mich. Die habe ich mir bestellt. Und ja, wie gesagt, da gehe ich nochmal näher drauf ein, wenn es soweit ist. Und ja, ich finde das, ich mag das. Ich habe auch noch viele andere Sachen da. Bloß aber ganz ehrlich, Leute, da muss ich erstmal gucken, was ich euch da schon gezeigt habe. Ich muss auch erstmal die Videos hochladen, bearbeiten und so weiter. Da werde ich mir das definitiv noch gemütlich machen, um das alles zu schneiden. Und warte, Thumbnail. Mein Festnetz klingelt gerade, aber ich hoffe, mein Mann geht ran. Ja, ihr Lieben, das Video ist schon wieder eine halbe Stunde. Dani, mein Schatz, vielen, vielen lieben Dank für die Perlen. Da freue ich mich sehr drüber. Ich werde jetzt hier klar Schiff machen, weil ich kann euch ja mal zeigen. Vorsicht, wackelig, Vorsicht, wackelig, Vorsicht, wackelig, Vorsicht, wackelig, Vorsicht, wackelig. Ich kann euch ja mal zeigen, wie chaotisch das hier aussieht. Oh, lala. So, hier... Und damit ihr seht, ich muss da wirklich noch den Adventskalender. Ne, da ist noch die 24 von Nadine. Das ist ein Geschenk von meinem Mann. Ne, für meinen Mann. Und hier ist natürlich noch... Muss ich noch auspacken. So, das habe ich schon ausgepackt. Da ist noch Stampin' Up. Das zeige ich euch auch noch. Dann mache ich nochmal ein separates Video, weil es ein bisschen länger dauert. So, ich habe keine Ahnung. Habe ich euch das alles schon gezeigt oder auch nicht? Muss ich schauen. Ich glaube schon.
Dann habe ich eine Post von meiner lieben Niki bekommen. Da sind die Babysachen drin, weil meine Schwester Tante geworden ist. Ja, was ist das? Das sind Sachen von der. Das glaube ich war mein Nikolaus. Das kommt alles in meinen Kalender. Mein Dezember Daily. Muss ich noch basteln. Ja, hier sind noch die Stampin' Up Sachen. Das zeige ich euch alles noch. Und ich war halt noch am Suchen. Da, der Stoff muss weg. Also wie gesagt, hier sieht das ein bisschen chaotisch aus. Das will ich hier alles nochmal ordentlich machen. Dann geht's an den Laptop. Dann wird hier Clash Schiff gemacht. Dann drehe ich die Videos zu Ende. Wenn alle Videos gedreht ist, lade ich die hoch. Und ich denke mal, dass ich jeden Tag... Also ich muss gucken, was ich an Videos habe. Vielleicht werde ich dann auch mehrere hochladen. Ja. Aber damit ich das machen kann, muss ich Ruhe haben. Mal gucken. Jetzt haben wir es um 12. Kommt das hin? Oder ist das erst um 11? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sommerzeit oder Winterzeit schon ist. Naja, aber wie ihr seht, ich habe da noch einiges auf dem Schirm. Und ich mache das sehr gerne. Aber dass ihr so Bescheid wisst, ne? Der Schnee ist auch geschmolzen, ist nichts mehr draußen. Aber dass ihr Bescheid wisst, ne? Dass ihr, ne? Ich drehe die Filme oder ich mache die Filme. Muss, wie gesagt. Ne? Ich muss mich ja dann auch nochmal ransetzen, um für den Planer Sticker vorzubereiten. Bei denen würde ich ja ganz gerne, das ist jetzt Februar, und ich würde, also hier ist Januar, und ich würde wirklich anfangen, ich brauche die Punkte. Und ja, und den würde ich wirklich so, meine Woche. Und das wird quasi mein YouTube 2021. Und wenn mir das gefällt, dann werde ich mir den immer bestellen. Und ja, weil ich finde, man hat dann viel mehr Ordnung, auch im Kopf. Man hat, weil ich habe so viele Ideen. Ja, und wenn es dann halt soweit ist, ja, du wolltest doch irgendwas machen. Was war denn das? Vermisste Kiste. Ja, und dann bist du halt am Überlegen und dann fällt dir das nicht ein und dann bin ich genervt und ja, und dann deswegen wird das mein YouTube 2021. Und dann, man kann vor allen Dingen auch immer wieder zurückblicken. Und ja. Und es kommt ja immer mehr, ne? Ich kann Markt machen und so weiter. Also euch denn, weil auch selbst beim Markt wird man ja immer, wird man immer erfahrener, ne? So, ihr Lieben. Ich schlage vor, ich mache hier weiter. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag erstmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.